Die Tierrettung in München. Dr. Silvia Hagerjeck ist dort seit über 15 Jahren Notfalltierärztin. Verunglückte Eichhörnchen, gefundene Haustiere, Hunde in höchster Lebensgefahr sind ihr Alltag. Gleich morgens um 8 Uhr sind Silvia und Assistent Tobi auf dem Weg zu ihrem ersten Patienten. Das ist jetzt ein älterer Hund mit einer älteren Dame. Und die war gestern mit dem Hund spazieren. Seitdem steht der Hund nicht mehr auf. Sie hat jetzt keine Idee, ob es orthopädisch ist oder ob der Hund vielleicht was Schlechtes aufgenommen hat, was Vergiftetes eventuell. Sie rechnet schon mit dem Schlimmsten. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es ausgeht. Der Hund steht nicht mal zur Begrüßung auf. Laut seinem Frauchen ist das bereits seit gestern Abend so. Beim dritten Raufgehen hat er fast nicht mehr raufgehen können. Und dann komme ich heim, dann kann er nicht mehr gehen. Mhm. Stellen mal auf, ob er überhaupt kann, weil jetzt können wir gerade mal schauen. Genau. Mühsam humpelt der 13 Jahre alte Benny ein paar Schritte. Das kann ein rein orthopädisches Problem sein. Es kann aber auch ein rein internistisches Problem sein, dass der Hund zum Beispiel eine größere Milz oder eine größere Leber entwickelt im Laufe der Jahre oder beziehungsweise mit chronischem Leberversagen beziehungsweise mit einem Milztumor. Wenn das Problem wäre, dann würde der Hund auch von heute auf morgen schlechter werden, schwächer werden und nicht aufstehen können. Alles keine guten Aussichten für Benny. Zudem frisst er seit Tagen nicht. Ich muss jetzt eine Untersuchung nach der anderen machen. Mit Fiebermessen fangen wir an und da haben wir schon das erste Ergebnis. 38,2. Weder Fieber noch Untertemperatur. Ein gutes Zeichen. Doch Bennys Zustand ist trotzdem besorgniserregend. Ich dachte erst, auf der einen Seite höre ich das Herz leiser. Aber es ist einfach nur, weil der Hund aufgeregt ist, dass es so schnell war. Also am Herz liegt es erstmal auch nicht. Auch beim Abtasten des Bauches findet Silvia nichts Ungewöhnliches. Der Hund gibt ihr Rätsel auf. Ich bin mit den ersten Untersuchungen noch gar nicht weitergekommen. Also wir stellen jetzt fest, er hat eine normale Körpertemperatur. Das heißt, nicht zu niedrig, nicht zu hoch. Bei einer starken Blutung hätte er wahrscheinlich Untertemperatur oder eher niedrigere. Bei einer Entzündung, Prostataentzündung oder einer anderen Entzündung hätte er Fieber. Das hat er nicht. Orthopädisch scheint es mir auch nicht. Er hat Reflexe. Er ist jetzt auch nicht irgendwo hier schmerzhaft. Nein, das habe ich auch schon probiert. Ich habe jetzt noch keine Erklärung, warum er nicht aufsteht. Silvia tastet den 13 Jahre alten Rüden nochmal ab, diesmal im Stehen. Nun gibt es zumindest einige Hinweise. Also er ist hinten, aber er steht vorne auch so wie ein Waschlappen. Ha? Also so wie ein Handtuch, das man hier legt. Jetzt tun wir einmal ein bisschen, wenn du nach hinten gehst kurz. Mhm. Und vielleicht mit einer Hand da runterhältst. Aber er steht auch so einseitig. So, was ist mit der Hand? Liegt dein Problem doch weiter vorne, ha? Silvia testet die Halswirbelsäule, indem sie den Kopf nach links und rechts dreht. Benny macht keinen Mucks. Wenn der Hund keine Schmerzäußerung macht, ist es für einen Tierarzt schwieriger. Aber da muss man sich eben dann ein bisschen in den Hund neu versetzen. Man muss sich neu fühlen und einfach kombinieren. Und ab und zu mal einen Trick anwenden. Silvia setzt den Hund auf den Boden und da passiert's. Jetzt jammert er. Okay. Also vorne ist schwächer als hinten, wie vorhin schon gesagt. Und da geht einfach der Nerv nicht so mit wie der Wille. Also der Wille ist da, aber der Körper macht nicht mit. Doch Silvia bezweifelt immer noch, dass der Hund ein orthopädisches Problem hat. Der Grund ist eine Aussage seines Frauchens. Die Besitzerin hat sich immer darauf versteift, dass der Hund ja nichts isst seit Tagen. Und das war für mich der Schlüssel, dass ich für mich gedacht habe, es muss ein internistisches Problem vorliegen. Weil normalerweise die Hunde mit einem orthopädischen Problem, die fressen trotzdem. Silvia macht den Test. Die Besitzerin holt Bennys Lieblingswurst und bietet sie ihm an.
Sag einmal, ich habe noch heute schon alles probiert. Benny frisst. Das würde er bei einem Magen- oder Milzproblem eher nicht tun. Der 13 Jahre alte Hund muss also einen Bandscheibenvorfall erlitten haben. Auch die Schmerztests an den Füßen deuten darauf hin. Für Silvia steht die Entscheidung damit fest. Wir fahren in die Klinik zum Versorgen, zur genauen Diagnose. Dort wird Benny geröntgt und muss eventuell operiert werden. Ein Bandscheibenvorfall kann problemlos verheilen, kann aber auch nicht mehr verheilen. Das hängt von der Art des Vorfalles ab. Das hängt auch davon ab, wie viel Bandscheiben betroffen sind und wie stark die schon geschädigt sind. Da das aber hier kein schleichender Prozess war und eher schnell aufgetreten ist, denke ich eher, dass es gut ausgeht. Wenn er Glück hat, kann Benny vielleicht sogar mit einigen Massagen und Medikamenten wieder auf die Beine kommen. Zwanzig Minuten später sind die Tierretter auf dem Weg zu ihrem nächsten Fall. Diesmal hat in der Münchner Innenstadt eine Frau einen Kanarienvogel mitten auf der Straße gefunden und bereits eingefangen. Wir sind jetzt zu zweit und wir wollten eigentlich nach Hause zur U-Bahn und dann habe ich ihn gesehen und dann haben wir ihn da hinten in die Ecke reingetrieben bisschen. Also sie ist von der einen Seite um die Säule, ich von der anderen und dann habe ich meinen Schal rum, weil er so ein bisschen geflattert ist. Dann habe ich meinen Schal runter und habe den auf den Vogel drauf und dann konnten wir ihn nehmen. Ein Erfolg für die Retter, doch für den Vogel verheißt das nichts Gutes. Der Vogel muss was haben oder er muss stark unterkühlt sein, weil welcher gesunde Vogel lässt sich auf Anhieb einfangen. Silvia will sich den Vogel jetzt genauer ansehen. Dazu muss er in den Notarztwagen. Ich gebe mir mal das Tuch einfach okay, am besten. Okay, dann setzt man mal mit dem Tuch rein. Denn sonst könnte Ihnen der Vogel noch entkommen. Gucken wir mal, aha, er möchte schon selber raus. Kaum ist der Piepmatz im Käfig, macht er einen putzmunteren Eindruck. Hand aus. Das wird schon nichts mehr mit dem Tuch. Schade eigentlich. Doch ein beherzter Griff von Assistent Tobi. Okay, super. Gut. Der Tobi hat Nerven. Ha? Der Vogel scheint unverletzt zu sein. Doch sein Ausflug in die Freiheit hätte auch anders enden können. So kleine Stubenvögel, die kommen draußen in der Natur erstmal nicht zurecht und schon gar nicht im Winter und bei der kalten Witterungslage. Hinzu kommt noch, dass ja auch Rabenkrähen oder Elstern, wenn die entdeckt werden, so bunte Vögel, dass vielleicht eine Rabenkrähe, also das hat man auch schon öfters, dass größere Vögel auf die kleinen bunten Vögel losgehen und die verletzen. Und wo haben Sie den jetzt genau gefunden? Direkt vor der Tür. Das heißt, er muss da irgendwo von den Wohnungen raus sein. Okay. Und ich hatte ihn schon gesehen und habe dann aber einen Schock gekriegt, weil gerade einer um die Ecke bog, der also so ein Stück neben dem Vogel auf dem Fußboden aufgetreten ist. Da hat er den gar nicht gesehen und ich habe schon gedacht, oh Gott, hoffentlich tritt er nicht auf den drauf. Der Kanarienvogel hatte also gleich mehrere Schutzengel. Natürlich. Vielen Dank, dass Sie sich um den gekümmert haben, weil der wäre jetzt wirklich erfroren bei der Kälte. Ja. Tschüss, mein Kleiner. Die Tierretter bedanken sich bei ihren beiden ehrenamtlichen Kolleginnen. Den Vogel nehmen sie mit. Der kommt erstmal zu uns ins Büro. Wir wärmen ihm ein bisschen auf, wir geben ihm was zum Fressen und er kommt dann ins Tierheim. Dort meldet sich dann hoffentlich sein Besitzer, um ihn wieder mit nach Hause zu nehmen.